Ja. Schön ist es da. Es klingt nett da, gell? Was besseres wird kaum zu finden sein. So schnell geht's im Oktober. Oder April. Ja, dort muss man hin, da sind noch einige Umwege bis dahin. Leider. Da summt es jetzt ganz ordentlich, weil das Kraftwerk ist im Hofbetrieb. Ja, hinein geht's nach Mölk. Eine wunderschöne Altstadt gibt's da. Hallo und Grüße aus Emmersdorf, ich bin Flatterbein und heute geht es auf die 8. Etappe vom Welterbesteig Wachau von Emmersdorf nach Melk und da nehme ich euch einfach mit, weil gerade wiederum will sich ein Auto androhen. Das ist die Dachbergwarte, siehst du das? In einer Stunde angeschrieben. Ich vermute, dass das der höchste Punkt ist von der Etappe. Jetzt wäre es dann günstig, wenn es uns nicht wieder abregen darf, dass es uns noch bestraft für unseren Fleiß. Ich glaube, da oben auf dem Masten ist wieder Markierung drauf. Schloss Rothenhof, Welterbesteig, schau. Immer noch in Emmersdorf, aber schon langsam aber sicher. Verlassen wir den Ort in Richtung Wald. Dann schauen wir, ob wir nicht noch zur Dachbergwarte kommen. Und dann werden wir uns dort eine kleine Rast und ein bisschen Aussicht genehmigen. Ja, hoffentlich auch trockenen Fußes, weil das wäre jetzt doch gemein, wenn wir da so fleißig sind und dann nochmal abkriegen werden. Auf dieser 8. Etappe geht es auch ganz fast bergan am Anfang. Und leider zeichnet sie sich nicht gerade eben durch eine überschwängliche Markierung aus. Dachbergwarte. Der Morast, das ist wirklich ein sehr attraktiver Weg da. Also da hat sich der Welterbesteig nicht ausgezeichnet. Ja, Gott sei Dank ist die Matschpartie zu Ende. Match to match. Ja, da stimmt uns der Weg auch schon ein bisschen versöhnlicher. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach dieser Etappe ist eher als eine Verbindungsetappe zu sehen, sodass man halt irgendwie nach Melk kommt. Und vor uns der Dachberg mit dem Sender drauf da. Ah, das ist nicht mehr allzu viel Höhenunterschied. Der kleine Weiler da ist Rantenberg. Also da gibt es mehrere Schafe, die zumindest auf einer Seite schwarz sind. Rantenberg in 357 Meter Seehöhe und der Welterbesteig ginge da weiter. Und da hätten wir jetzt also ein richtig schönes Platzl, um eine kleine Rast zu machen, also eine Schutzhütte, die gegen den zugigen Wind einen guten Wetterschutz abgibt. Das klingt nett da, gell? Was besseres wird kaum zu finden sein. Ja, Rantenberg hat es bei mir sehr, sehr beliebt gemacht. Ja, Rantenberg hat für diesen Steigverlauf bis jetzt einiges gut zu machen gehabt. Das haben sie aber perfekt geschafft. Also da hinter mir die Ödnis, aber dieses Rastplatzl, das hat alles wieder ausgebügelt. Jetzt machen wir uns da gut markiert durch den Ort durch und auf unseren heutigen letzten Anstieg auf den Dachberg hinauf. Ja, da drüben schaut es aus, als ob es sogar ein Gasthaus gäbe. Aber ob das heute offen hat, das wage ich zu bezweifeln.
Dachbergwarte. So? Also jetzt macht sich das Wetter nicht wirklich beliebt bei uns. Da hinten schaut es zwar schon blau aus, das Blau ist aber leider noch ein bisschen weiter westlich von uns. Schlüssel für die Aussichtswarte in Randenberg Nummer 5. Ja, Dachbergwarte. Man könnte hinauf, aber sie ist sowieso vorübergehend geschlossen. So schnell geht es im Oktober oder April. Der Kappplatz geht da runter, schon. Ja. Da so hinüber. Das ist wieder mehr Zeit. Ja, ich hab's gesehen. Ja, da ist ein Loch. Es ist schon aus wie ein Fuchsbau. Ich weiß nicht. Dachbergsteig vielleicht. Ja, ich weiß, dass ich nichts weiß. Garstiger Graben haben wir schon vergeben. Grindiger Graben, hä? Ja. Gatschiger Graben. Ja, der Gatschiger Graben liegt nun schon langsam sicher hinter uns. Und damit liegt St. Georgen vor uns. Was die Höhe betrifft, wie gewonnen, so zerronnen. Echt viel können wir jetzt nicht mehr hinuntergehen, dann sind wir im Wasser. Ja, die Kastanie hat man ordentlich zurechtgestutzt. Es ist sehr kugelig. Hein in 242 Meter Seehöhe. Naja, ein bisschen können wir noch runter. Einbahn. Haben wir den Vorteil, da kann uns keiner entgegenkommen. Schau, Entenwanderung. Drüben ist Melk. Ja, dort müssen wir hin, aber es sind noch einige Umwege bis dahin. Leider. Schloss Lubereck auf 207 Meter Seehöhe. Melkhauptplatz in 1,5 Stunden. Ja, Schloss Lubereck. Welterbesteig. Zumindest als Markierung. Wir sind zufrieden, oder? Da teilen wir uns jetzt mit dem Radweg den Verlauf, der über das Kraftwerk drüber führt, schon. Schau, das ist die Fischaufstiegshilfe. Ein ganz schön reißendes Wasser. He? So, Welterbesteig. Auf zum Kraftwerk. Ja, da ist sie also, die Donau. So blau ist sie gleich, wie sie besungen wird. Die Wachau, also nach dem Donaukraftwerk Melk bis nach Krems und weiter Altenwörth. Es ist die letzte freie Fließstrecke, die auf der Donau verblieben ist. Also mir ist natürlich klar, dass wir alle einen Strom brauchen und dass Wasserkraft da bei weitem nicht das schlechteste aller Alternativen ist. Aber naja, landschaftlich gibt es jetzt natürlich nicht rasend viel her da mit der Schleuse. Trotzdem, für uns ist es eine willkommene Möglichkeit, wir dürfen nämlich oben drüber gehen und müssen nicht schwimmen. Welterbesteig, Donaukraftwerk Melk, 216 Meter Seehöhe. Melkhauptplatz eine Stunde, na, das glaube ich wieder nicht. Na, hinein mit uns, oder? Da summt es jetzt ganz ordentlich, weil das Kraftwerk ist in Hochbetrieb. Ja, Westbahnstrecke voraus nach Melk. Welterbesteig kurz einmal daneben. Umleitung
Aber für uns nicht, weil das ist nämlich keine Umleitung. Der Welterbesteig verläuft immer so. Eine rote Ampel. Na schau, die wird extra für uns grün. Cool, he? Ja, das ist ja eine freundliche Ampel gewesen, die da für uns umspringt. Schau, da drüben ist der Dachberg. Ja, ein bisschen versteckt ist das schon, gell? Aber ein Blick in die Karte eröffnet einem dort diesen Pfad. Ja, ein kurzes Steigsegment hat man doch noch hineingemogelt, ne? Gott sei Dank. Kurzes Fazit zu der Etappe. Also wenn einer unbedingt den ganzen Welterbesteig gegangen sein will, da führt da natürlich kein Weg dran vorbei. Das wirkliche Highlight ist oben in Randenberg, dieses wunderschöne Rastplatz. Genau. Das ist ganz nett, ja, also gerade bei so Wetterbedingungen wie jetzt. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber ganz ehrlich gesagt, also den Rest kann man sich schenken. Es ist keine eigene Tagesreise wert, die Etappe. Es tut mir sehr leid. Wer es hinter mir nicht glaubt hat, der glaubt es möglicherweise dann vor mir. Ne? Man kann es kaum glauben. Aber wir nähern uns Melk. Das stolze Stift. Durch den Wald sieht man, das Ende des Waldes sieht man. So, der Auwald verbleibt hinter uns. Und jetzt ist das Stift endlich frei sichtbar. Ja, hinein geht's nach Melk. Eine wunderschöne Altstadt gibt es da. Das Ende der 8. Etappe ist erreicht. Melk Rathausplatz, nicht Melk Hauptplatz. Haben wir ein bisschen aufgehen dürfen, dann dürfen wir zum Bus auch wieder hinunter, aber das macht nichts. Ja, das war es jetzt von der 8. Etappe. Weiter geht es vielleicht hoffentlich auf der 9. Etappe von Melk nach Axbachdorf. Und falls doch nicht, dann gut, ich bin gerade dabei und vielleicht sieht man es ja mal bei einer anderen Tour. Hallo und Grüße aus Emmersdorf, ich bin Brad dabei und heute geht's auf die Roadshow mit vielen Autos. Ne? Könnte man jetzt ziemlich mehr drauf sein, so wie die Schafe da vor uns. Und ein bisschen herumgranden in Brandenberg. Aber das lasse ich jetzt aus. Hat da ja so eine Sandkiste zum Spielen. Ich habe aber keine Chance. Ei, leider, ne? Vielleicht kann ich da eine schnitzen. Was hältst du davon? Wir könnten die Geihexe eigentlich übers Video grüßen lassen, oder?